Hat es nicht soeben geläutet, Tante Mimi? Ich habe nichts gehört. Hatte ich jetzt bereits eine links gestrickt oder doch nicht? Lillian? Ja, Tante Mimi? Willst du mir nicht verraten, auf welchen Brief du so dringend wartest? Ach, Tantchen, mir macht es zu schaffen, dass ich hier mit gebrochenem Bein in deinem Haus sitze, mich kaum rühren kann und dir zur Last falle. Es war aber ein außergewöhnlich schmucker junger Mann, der sich in unser Dörfchen Gazill verirrt hatte. Und nachdem du dich umgedreht hast, da kann man leicht mal den richtigen Weg verfehlen. Och, deswegen bin ich nicht mit dem Fuß umgeknickt. Mr. Simmons hat seine Auffahrt erneuert und kleine Katzenkopfsteine herumliegen lassen. Oh ja, natürlich. Allerdings, meine liebe kleine Nichte, hast du auf dem Hinweg zur Post die losen Steine noch gesehen? Oder war es eher die schmucke neue Polizeiuniform, die der junge Sergeant trug? Nichts dergleichen, Tantchen. Endlich, das wird die Post sein. Schnell! Oh. Kindchen, bleib um Himmels Willen sitzen. Ich gehe schon. Schwester Agatha, darf ich Sie mit meiner Nichte Lillian Weatherby bekannt machen? Sie ist Rechtsanwaltsgehilfin in der größten und renommiertesten Kanzlei Londons. Aber nicht doch, Tante Mimi. Es ist eine ganz normale Kanzlei. Sehr angenehm, Mrs. Weatherby. Ich bin Schwester Agatha. Aber das ist doch sehr interessant, was Sie alles erleben und hören. Und London ist doch ein ganz anderes Pflaster als unsere beschauliche Grafschaft. Es gibt Leute, die sind zu bescheiden, um die eigene Leistung zu schätzen. Es ist die beste Anwaltskanzlei in ganz London. Ich liebe es auch sehr, von meiner Nichte mit diversen Geschichten aus ihrer Praxis unterhalten zu werden. Es wird nie langweilig. Sie hat ein paar freie Tage hier verbracht, bevor dieses kleine Missgeschick passierte. Ach, dieses kleine Missgeschick ist, wie ich höre, ein doppelter Unterschenkelbruch. Sie, Miss Weatherby, dürfen die kommenden Tage und Wochen unter keinen Umständen auftreten mit Ihrem Fuß. Also sind Sie meinetwegen gekommen, Schwester Agatha? Ja, Ihre Tante wird Sie nicht stützen können, wenn Sie sich durch das Haus bewegen müssen. Und wir wollen Sie auch nicht sich selbst überlassen, nicht wahr? Aber nicht doch. Sie wollen mich stützen in Ihrem Alter? Ich kann eigentlich gar nicht auftreten. Entschuldigen Sie, aber Sie sind ja kaum jünger als Tante Mimi. Wir werden das gleich klären, Schwester Agatha. Setzen Sie sich doch. Möchten Sie in diesem angenehmen Lehnsessel dort Platz nehmen? Ich habe ihn extra wegen meines rheumatischen Rückens gekauft. Er ist bemerkenswert bequem. Rheuma habe ich nicht. Aber er sieht trotzdem gemütlich aus. Danke. Möchten Sie einen Tee, Schwester Agatha? Er ist noch warm. Danke. Ich bin für klare Worte, liebe Miss Weatherby. Ihre Tante, Miss Rutherford, wendete sich gestern mit weiser Voraussicht an den Orden Sisters of Destitute, um eine Pflegeschwester für sie zu erbitten. Seit mein Verlobter William im Februar 1915 bei dem Seekrieg vor den Dardanellen, also im Ersten Weltkrieg, umgekommen ist, oh Gott, hab ihn selig, verbringe ich die meiste Zeit mit der Pflege von Kranken und Versehrten. Die Möglichkeit dazu gibt mir der Orden. Wo sind eigentlich die Schlaf- und Gästezimmer? Sie befinden sich in der oberen Etage. So, so. Ach, das ist ungünstig. Miss Weatherby, in der Tat bin ich bereits 62 Jahre alt. Doch bisher hat sich noch kein Patient beklagen können. Das habe ich so nicht gemeint. Entschuldigen Sie vielmals. Wo würde ich denn heißes Wasser herbekommen? Es gibt hier im Erdgeschoss in der Küche immer warmes Wasser. Im obigen Bad muss erst eingeheizt werden. Das passt. Sehen Sie, Miss Weatherby, in dem renommierten Beerdigungsinstitut Winter & Sons in Salisbury. Zu meinem Leidwesen habe ich in letzter Zeit zu oft aus beruflichen Gründen dort zu tun.
wird gerade eine Bürokraft stundenweise gesucht. Denken Sie nicht, Mr. Winter, übrigens Junior, nimmt eine von den jungen Hühnern. Er sagt immer, die jungen Dinger würden sich noch für Tote ihre Lippen anmalen. Nein, er sucht eine ältere, pietätvolle Dame. Er weiß Pflichtbewusstsein und Lebenserfahrung zu schätzen. Liebe Schwester Agatha, mir fällt es durchaus nicht schwer, diesem Gedanken zu folgen. Und ich freue mich darüber, Sie nun täglich als Pflegeschwester meiner Nichte begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen, Miss Rutherford. Dann schlage ich vor, dass ich die notwendigsten Utensilien wie neue Verbände und dergleichen hole und Ihre Nichte dann in 2 Stunden zu Abend versorge. Der Bus nach Salisbury fährt ja mehrmals am Tag, sodass dies kein Problem darstellt. Wenn ich Sie darauf aufmerksam machen dürfte, dass in meinem Haus weit vor Mitternacht Schlafenszeit ist und wir mit dem Hahnenschrei sozusagen wieder auf sind. Gut. Ich möchte gern Miss Weatherby hier im Erdgeschoss pflegen. Am besten im Wohnzimmer. Die Treppenkehre in der Mitte ist viel zu scharf, wie ich vorhin gesehen habe, um Miss Weatherby dort regelmäßig die Treppe hochzubringen. Wenn Sie mir den Hausschlüssel aushändigen, kann ich später nach dem Rechten sehen. Das halte ich für eine gute Idee. Ich bin bald wieder zurück, Miss Weatherby. Bis gleich, Schwester Agatha. Miss Rutherford, ich müsste noch einen Anruf tätigen, wenn ich doch noch schnell Ihr Telefon benutzen dürfte. Aber gerne doch. Es steht hier im Flur. Vielen Dank. Es dauert nicht lange. Nur eine Absprache. Mrs. Hucklebuck, hier ist Schwester Agatha. Können Sie mich hören? Ich komme nachher, etwas später. Nein, später. Nein, kein Täter. Später. Es hat keinen Sinn. Ich weiß nicht, wozu Mrs. Hucklebuck noch das Telefon hat. Und dann immer diese Angst vor einem Täter. Was sollte der denn tun? Sie ist einfach zu alt und liest zu viele Krimis. Ein angenehmer Zeitvertreib, der das Gehirn trainiert. Ich weiß, wovon ich rede. Ach, unnütze Bücher, die den Leuten den Kopf verdrehen. Brave, unbescholtene Leute kommen in allerhand unsinnige Verdächtigungen. So? Die menschliche Natur ist nicht immer unbescholten. Meine Tasche steht noch im Wohnzimmer. Ich bin gleich wieder da. Das ist gewiss die Post, Tantchen. Danke. Hier haben Sie eine Kleinigkeit. Lassen Sie die Tür gleich auf, Miss Rutherford. Oh, da sind Sie ja wieder. Ich habe Sie gar nicht gehört. Hier, Schwester Agatha, hier ist der Haustürschlüssel. Dies ist der Schlüssel für die Hintertür. Verwahren Sie sie gut. Bis später. Ja, bis später. Gelobt sei unser Herr. Bring doch bitte die ganze Post hierher, was Tante Mimi. Was Sie nur für einen Brief erwartet. Bin gleich da. Hier ist die Post, Lillian. Oh, er ist nicht dabei. Sicher wird der Brief morgen kommen. Ach, Tante Mimi, das wird bestimmt schrecklich teuer, eine Pflegeschwester zu bezahlen. Also, mein Geldwechsel ist immer noch nicht gekommen. Ich warte jetzt schon eine Woche darauf. So, der Geldwechsel ist also der wichtige Brief. Und nun, ich habe mich hier und da ein wenig umgehört. Die Schwestern des Mangels, wie The Sisters of Destitute sich in der Regel nennen und zu denen Schwester Agatha gehört, nehmen nur geringfügige Spenden und haben einen sehr guten Ruf in der Pflege. Aber ich liege dir jetzt schon eine ganze Weile auf der Tasche. Es bedrückt mich. Tja, in der Tat. 20 Pfund für die monatlichen Löhne von Gärtner und Aufwartefrau, dann die Rechnung und 7 Pfund für persönliche Ausgaben.
Es ist im Moment tatsächlich etwas knapp. Mir ist da allerdings eine glänzende Idee gekommen. Und die wäre? Warte es ab. Ich werde morgen früh den Bus nehmen. Du bist ja durch Schwester Agatha gut versorgt, mein Liebes. Na ja, ja. Schwester Agatha ist gewiss die Richtige in dieser Situation für dich. Hier ist es. Halten Sie bitte an. Wenn Sie gestatten, trage ich Ihnen die Einkäufe zur gewünschten Adresse. Wir sind hier richtig. Beim Beerdigungsunternehmen Winter und Sons. Wie Sie wünschen. Haben Sie das gesehen? Der überfährt einen ja fast. Und dann noch in Polizeiuniform. Nicht zu glauben. Wunderbares Motorrad. Normal kann man damit 70 Stundenkilometer fahren. Aber die volle Geschwindigkeit auf glatter Straße ist 120 bis 130 Stundenkilometer. Übrigens, eine englische Firma baut das. Ja, die Firma Ariel müsste das sein. Ein tolles Fahrzeug, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Sie dürfen, wenn Sie jetzt bitte meine Einkäufe nehmen würden. Ja, natürlich, wenn es dann sein muss. Ach, wie reizend. Wie belieben, Milady? Ein bisschen zu feierlich und zu tot für meinen Geschmack. Brauchen Sie mich noch? Aber nein, stellen Sie alles dort ab. Das ist für Sie. Danke. Der war aber schnell weg. Hallo? Ist hier jemand, der noch lebt? Gestatten die Dame, Mr. Barnabas Winter, Juniorchef dieses Unternehmens. Ich stehe pietätvoll und mit meiner ganzen Aufmerksamkeit zu Ihren Diensten. Was wünschen Sie? Sehr freundlich. Ich bin Marie Magdalena Rutherford. Entschuldigen Sie die Verspätung, denn ich hatte bereits vor, heute Morgen hier vorzusprechen. Aber das Leinenkabinett Clears auf dem Hampton Market, wissen Sie, dort bekamen Sie gerade Glashandtücher mit einem roten Rand herein. Und ich musste warten, bis sie ausgepackt waren. Und dann entdeckte ich die unsäglich feinen Leinentücher. Ich sehe, Sie kennen unsere Unternehmensphilosophie. Den Toten nur das Beste. Wen haben Sie zu beklagen? Beklagen? Oh nein, ich wollte Ihnen nur erklären, warum ich nicht heute Morgen gleich nach der Ankunft des Busses kommen konnte. Sie müssen entschuldigen, dass ich mich nicht an unseren Termin erinnere. Aber uns fehlt einfach eine fähige Terminierungs- und Bürokraft. Die Seele des Unternehmens sozusagen. Ich hatte auch gar keinen Termin. Aber die fehlende Bürokraft, das ist der Punkt. Ich erfuhr davon, dass Sie eine zuverlässige Hilfe suchen. Das ist in der Tat schon mehrere Monate der Schwachpunkt unseres Unternehmens. Wen können Sie mir empfehlen? Ich bin gekommen, um mich selber für diese Stelle zu bewerben. Sie? Aber natürlich! Ich hatte schon kaum mehr damit gerechnet, eine lebenserfahrene ältere Angestellte zu erhalten, die unsere Kundschaft neben dem Geschäftlichen ebenso seelisch zu betreuen versteht. Und die, sagen wir es so, dazu überhaupt in der Lage ist, weil sie dem unaufhaltsamen Schritt in das kommende Reich näher ist als etwa ein junges Mädchen. Sie verstehen? Oh ja. Es war deutlich genug. Wissen Sie, mit der Bezahlung, da werden wir uns schon einig. Kommen Sie, setzen Sie sich gleich hier an den Schreibtisch. Ich werde Ihnen eine kurze Einführung geben. Zuhören, wissen Sie, zuhören ist das Allerwichtigste. Und nicht vergessen, einen Termin zu machen. Sie notieren immer alles mit. Kommen Sie immer wieder auf einen Termin zurück und fragen Sie sofort, wo ich die Leiche abholen soll. Den organisatorischen Kram mit Totenscheinen, Sterbeurkunden, Leichenpässen, Friedhofsterminen, Trägerbestellen und Organisten und so weiter, etc. pp. Bringe ich Ihnen schnell bei. Kommt der Tod auch in Ihr Haus, Winter trägt ihn wieder raus. Gewiss, Mr. Winter. Ich hoffe nur, ich werde von diesbezüglichen Aufgaben befreit sein.
Ich verspreche Ihnen hoch und heilig, dass Sie nie mit Hand anlegen müssen. Und die Werte, aber tote Kundschaft, auch nie zu Gesicht kriegen. Trauergespräche fallen nicht in Ihr Ressort. Vielleicht später einmal. Und wenn eine kleine Bemerkung zu Ihrer Garderobe erlaubt wäre, sehr schön klassisch, nur ein klein wenig zu schwarz. Wir gehören ja nicht zu den Trauernden. Ich denke, ich werde graue Kostüme wählen. Sehr schön. Hier, Miss Rutherford. Hier ist der Ausstellungsraum für die Särge. Falls die Kundschaft nachfragt, die Preise hängen im Goldrahmen an der Wand. Probeliegen ist nicht erlaubt. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich auch an Mr. Harrington wenden. Der kommt in Kürze vom Friedhof zurück. Was halten Sie davon, wenn Sie sich ein wenig mit der Schreibmaschine und dem Stapel Rechnungen auf dem Tisch vertraut machen? Ich habe noch zu tun. Ja, gerne. Und wo sind Sie, wenn jemand nachfragt? Dort unten, in den Kellerräumen. 60 Pfund. Diese Beerdigungsunternehmen nehmen es nicht nur von den Lebenden. Hier, für 100 Pfund Tafelsilber muss man haben, um eine Grabstelle inklusive Friedhofspflege und Glockenläuten zu erhalten. Es kostet nichts, um heil in diese Welt zu fallen, dahingegen einen Batzen, um aus ihr wieder zu verschwinden. Miss Rutherford! Miss Rutherford, jetzt kommen Sie doch bitte mal. Wo sind Sie denn, Mr. Winter? Ja, wo soll ich denn sein? Hier unten. Jetzt kommen Sie doch bitte. Es beißt ja niemand. Wäre ja noch schöner. Ich komme. Wo sind Sie denn? Jetzt machen Sie schon. Hier bin ich. Halten Sie das bitte mal fest. Was machen Sie denn da? Mit den Händen im Mund einer Leiche. Miss Rutherford, ich bitte Sie nur ein einziges Mal. Mr. Harrington ist gerade im Krematorium. Halten Sie mir doch bitte mal den Faden hier fest, damit ich einen Knoten machen kann. Hier, bitte. Oh Gott, muss das sein? Sehr schön. Ich danke Ihnen vielmals. Wissen Sie, Miss Rutherford, es gibt eine Vorschrift, die besagt, dass Tote nur mit geschlossenem Mund in die Kirche transportiert werden dürfen. Und leider, Sie verstehen, die Muskeln wollen dann nicht mehr so richtig. Und die Angehörigen möchten ein letztes friedvolles Bild in Erinnerung behalten. Ich bevorzuge allerdings kleine Klemmen. Und bei einer Urnenbestattung reicht auch eine Mullbinde um die Kinnlade und eine kleine Schleife am Scheitel. Oh Gott, was haben Sie mich erschreckt? Sie können doch nicht einfach so mir nichts, dir nichts hinter mir auftauchen. Da bekommt man ja einen Herzinfarkt. Das habe ich nicht beabsichtigt. Ich bitte um Entschuldigung. So, jetzt können Sie ja hier weitermachen, Harrington. Ich gehe zusammen mit Miss Rutherford wieder auf. Nun haben Sie sich ja miteinander bekannt gemacht. Ich übernehme. Gehen Sie nur. So, jetzt schauen Sie mal auf dem Schreibtisch nach dem Rechten. Die Rechnung für die Tote dort unten mache ich fertig. Die anderen würde ich Sie bitten zu erledigen. Ein wirklich schöner Safe. Ja, ein Erbstück. Ich verwahre darin die Sterbeverfügungen. Das mit den Verfügungen machen viele Leute, wenn sie keine Angehörigen mehr haben. Eine sehr vernünftige Angelegenheit. Wer soll denn sonst wissen, was unsere Verstorbenen sich für eine Beerdigung zu Lebzeiten gewünscht haben? Sie, Miss Rutherford, leben doch auch allein? Ja, Mr. Winter. Nur steht mir der Sinn momentan nicht nach Sterben. Man weiß nie, wann der Tod kommt. Aber dass er kommt, ist eine Tatsache. Sie können es sicher noch überlegen. Mr. Winter, ich bin mir sicher, dass sich der Tod normalerweise vorher ankündigt. Sollte er natürlicher Art sein. Nun, ich hoffe es für Sie. Und außerdem sehe ich nicht die Notwendigkeit eines so teuren Sarges, wenn ich sowieso eingeäschert oder in die Erde zurückgebracht werden sollte. Miss Rutherford, wenn ich über etwas mehr Zeit verfüge, werde ich Ihnen mal eine kleine Einführung in die Sargkunde geben. Für jetzt nur so viel, wenn der Sarg während der Verbrennung zu früh zusammenfällt, ist es unmöglich, eine rückstandsfreie Einäscherung zu erreichen. Und deshalb muss er aus Holz und nicht aus Pappe sein. Wir sind hier nicht in Indien, wo die Reste in den nächstbesten heiligen Fluss gekehrt werden.
Das sehe ich genau wie Sie. Dann ist es ja gut. Ich habe hier eine Liste mit den Beerdigungen für die kommende Woche. 2 Aufbahrungen, 3 Trauergespräche, eine kirchliche Feier. Bitte kümmern Sie sich darum und fragen Sie doch Mr. Haddington und bestellen Sie die Organistin Rose Miller. Ich muss jetzt noch einmal weg. Einen angenehmen Abend. Lassen Sie das Türgitter bitte oben. Ich komme nachher noch einmal zurück. Ebenfalls einen angenehmen Abend, Mr. Winter. Mr. Haddington? So sagen Sie doch was. Wo sind Sie? Was machen Sie auf der Erde? Soll ich einen Arzt holen? Nein, nein. Der Kreislauf. Was kann ich für Sie tun? Die Kreislauftropfen dort in meiner Jacke. Ich hole sie. Einen kleinen Moment, bitte. Geht es jetzt besser? Kommen Sie doch erst einmal hoch. Kann ich Ihnen irgendwie noch helfen? Mir geht es schon wieder gut. Wirklich. Reichen Sie mir bitte mal die Bürste. Die Bürste? Bitte schön. Vielen Dank. Aber Mr. Haddington, muss das denn sein? Ich bin gleich fertig. So, jetzt ist sie in Ordnung. Mr. Haddington, ich bin beeindruckt davon, mit welcher Liebenswürdigkeit Sie die Dame herrichten. Ich würde das nicht können. Tote sind für mich, wissen Sie, einfach tot, obwohl sie oft interessante Geschichten hergeben. Ich sehe Tote als Schlafende, die noch beschützt werden sollten, bevor... Ja, ich verstehe. Er ist sehr liebenswürdig, dieser Gedanke. Ich gehe hinauf und empfange die Kundschaft. Was machen Sie denn hier? Ist etwas mit meiner Nichte passiert? Ich habe mich so erschrocken. Ich war nur kurz einkaufen. Und als ich wiederkam, da saß sie tot im Sessel. Können Sie sich das vorstellen? Nein. Wie konnte das passieren? Diese junge, blühende Frau. Sie sah heute so frisch und gesund aus. Und jetzt schlägt ihr Herz nicht mehr. Meine kleine Nichte, das ist ja fürchterlich. War Miss Hucklebuck Ihre Nichte? Nein, natürlich nicht. Ist etwa die Dame, die Sie gestern angerufen haben, heute schon tot? Ja, sie war noch warm, als ich zurückkam. Kann ich sie noch einmal sehen? Es wird wohl keine Bedenken dagegen geben. Ich kenne Sie doch, Miss Rutherford. Was machen Sie denn hier? Oh, ich habe soeben Ihre Pflegeperson, Verzeihung, Ihre Tote. Ich habe aufgrund Ihres Hinweises diese Stelle hier angenommen. Es war eine gewisse Notwendigkeit im Spiel. Wie konnte das nur passieren? Lassen Sie mich sofort zu ihr. Sie hat doch sonst niemanden. Aber natürlich. Kommen Sie mit hinunter, hier entlang. Mr. Haddington ist bestimmt jetzt fertig. Danke, Mr. Haddington. Sie sieht sehr ordentlich aus. Man muss doch ordentlich von der Welt gehen. Schwester Agatha möchte einen kleinen Moment mit ihr allein sein. Halt! Hier an der Augenbraue ist eine kleine schwarze Fluse. So, jetzt hab ich sie. Mr. Haddington, was ist? Sie sehen so blass aus. Ist etwas?
Kommen Sie. Wir lassen jetzt Schwester Agatha hier unten und gehen oben einen kleinen Kräuterschnaps aus meinem Fläschchen trinken. Ich habe ihn immer bei mir. Wie blass Sie sind. Sergeant Floyd, na, dem werde ich einheizen. Wie kommt er eigentlich dazu, meine Beförderungsfeier zu verpassen? Herzlichen Glückwunsch. Wer hat Geburtstag? Sergeant Floyd, Ihr höchstpersönlicher Vorgesetzter erlaubt sich gerade anlässlich seiner Beförderung gewisse Kondolenzen entgegenzunehmen. Es wäre Ihrem Dienstgrad angemessen gewesen, daran teilzunehmen. Mein Vorgesetzter hat mir gestern höchstpersönlich den Auftrag erteilt, sofort bei Dienstantritt das Amt aufzusuchen und die monatliche Sterbestatistik abzuholen. Ich bin für Sie ab heute, ebenso für alle anderen, Inspektor Bland. Ich hatte angenommen, dass Sie mit Ihrem Vehikel da... Ein Ariel. Unterbrechen Sie mich nicht. Mit Ihrem Motorradvehikel hätten Sie spätestens nach einer halben Stunde wieder hier sein müssen. Es war noch Kaffee zu kochen, Kuchen aufzuschneiden, der Tisch zu decken und die Servietten zu verteilen. Wegen der starken Grippewelle mussten aber ständig eintreffende Nachtragungen gemacht werden. Und ich wollte die Statistik wirklich auf dem neuesten Stand haben. Pappelapapp! Legen Sie mir die Statistik auf den Tisch und beginnen Sie mit dem Tisch abräumen und abwaschen. Sir. Inspektor. Inspektor Bland, soll ich nicht lieber die Statistiken selber durchgehen? Wonach wollen Sie denn suchen? Bei so viel Toten in der letzten Woche, da lässt sich doch kaum eine Spur finden. Ich könnte Sterbeursachen vergleichen. Die unauffälligsten sind meistens die interessantesten. Sie könnten ein Hinweis sein. So, so, na dann machen Sie mal. Diese neumodischen psychologischen Ausbildungsfächer sind der pure Unsinn. Na, was soll's. Ich würde mir sowieso nicht so viel Mühe machen, nur weil eine alte Schachtel nach ungeklärten Todesfällen bei steinalten Leuten gefragt hat. In London. Während meiner Ausbildungszeit hatte sich im Rotlicht... Der gute Blend. Ich kümmere mich lieber ums Geschirr, als mir dauernd diese Geschichten anzuhören. Aber jetzt versuche ich erst einmal, Kontakt zu der hübschen Blonden in Guts Hill zu bekommen. Wenn ich mich nicht irre, hat sie sich ganz schön nach mir den Hals verdreht, als ich auf der Jungfernfahrt mit meinem neuen Motorrad war. Auskunft? Ja. Ja, hier ist Scotland Yard. Wir ermitteln gerade gegen eine Person, die in Guts Hill wohnt. Bitte geben Sie mir doch mal die Nummer vom Pfarrer. Oder vom Bürgermeister. Einer von beiden wird ja die Person in dem Dörfchen kennen. Diese Traueranzeige muss morgen erscheinen. Es ist mir egal, ob Ihre Zeitungen mit Todesanzeigen überfüllt sind. Diese hier ist ebenso wichtig wie jede andere. Die Menschen können es sich nicht aussuchen, wann sie sterben und ob dann gerade ein Platz im Anzeigenteil frei ist oder nicht. Diese Grippewelle bringt uns hier ganz schön auf Trab. Sie haben sich in den letzten 2 Wochen gut eingearbeitet, meine Anerkennung, Miss Rutherford. Danke. Haben Sie alles für die Trauerfeier, Stotterford? Ja, Mr. Winter. Mr. Haddington braucht dann morgen nur noch die Träger einzuweisen. Dieses braune Kuvert hier wird ein Bruder Bartholomäus abholen. Übergeben Sie es ihm bitte. Kommen Sie heute nicht mehr rein? Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Und... Ja, Mr. Winter? Ja, wie soll ich es Ihnen sagen? Es ist etwas schmerzlich. Es ist, so, wir brauchen eine neue Organistin. Warum das denn? Rosemilla hat doch nur die Grippe. Sie ist in ein paar Tagen wieder gesund. Hatte Miss Rutherford, hatte die Grippe. Es gab wohl unglücklicherweise Komplikationen. Miss Miller ist heute leider plötzlich verschieden. Wie? Sie liegt unten. Wie furchtbar. Allerdings... Wie furchtbar. Wie konnte das denn? Das sagten Sie bereits. Aber Mr. Winter, das ist doch auch schrecklich. Miss Rutherford, ich bemühe mich hier trotz dieses herben Verlustes um eine professionelle Haltung. Ich würde mich freuen, wenn Sie das auch täten. Wie Sie wünschen. Soll ich schon etwas für die Bestattung vorbereiten? Einen Termin für ein Trauergespräch vereinbaren? Nein, das mache ich.
Unsere Rose Miller hat eine Verfügung hinterlassen. Sie müssen sich in diesem Fall um nichts kümmern. Sie war alleinstehend, oder? Könnte man so sagen. Im Grunde, ich muss jetzt. Hier sind die Unterlagen für Miss Miller. Totenschein und Vereinbarung. Rose Miller, Todesursache Herzversagen. Unterschrift Dr. Adrian Easterbrook. Ich bin mir sicher, dass Dr. Easterbrook noch nicht einmal ein Tranchiermesser bemerken würde, wenn aus dem Brustbein ein roter Griff 30 Zentimeter direkt in den Himmel ragt. Augenarzt. Wahrscheinlich blind wie ein Maulwurf. Ich habe zu viel Lebenserfahrung, um an die Unfehlbarkeit der Ärzte zu glauben. Ich werde mit den Unterlagen mal Mr. Haddington besuchen. Mr. Haddington, ich bringe etwas Kaffee. Das ist sehr freundlich von Ihnen, dass Sie an mich denken. Da liegt sie, unsere Rose. Ihre Haare sind ganz glanzlos, gar nicht wie sonst. Mr. Haddington, schauen Sie doch mal. Ich weiß, Miss Rutherford, schwarze Flusen. Wie lässt sich das erklären? Mr. Haddington, entschuldigen Sie, aber Rose schreibt, sie will kremiert und ins anonyme Urnenfeld gelegt werden. Können Sie sich vorstellen, dass eine Organistin, die fast jeden Tag in der Kirche spielt, ins anonyme Urnenfeld möchte? Ihre Hände zittern ja. Meinen Sie, Rose Miller hat das tatsächlich geschrieben? Sie haben ja wohl Ihren Vorsorgevertrag in der Hand. Ist er von ihr unterschrieben? Ja, ist er, Mr. Haddington. Was ist denn? So traurig ist das. Wissen Sie was? Wir heben den Flusen auf. Haben wir so etwas wie eine Schachtel hier unten? Ich habe schon welche gesammelt. Welche? Waren es noch mehr? Leider. Ja. Sie wissen gewiss noch mehr. Das kann man so sagen. Wissen Sie, kommen Sie heute Abend zu uns nach Guts Hill. Wir können hier nicht in Ruhe miteinander reden. Meine lichte Lillian wird sich über eine Abwechslung gewiss freuen und Sie können mir alles erzählen. Sehr gerne, Miss Rutherford. Eins noch, bevor ich nach oben muss. Wer hat sie gefunden? Schwester Agatha. Oh, das ist in der Tat interessant. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Möchten Sie sich setzen? So reden Sie doch. Kaffee? Cognac? Cognac. Na bitte, das wird Ihnen helfen. Nicht doch mit dem Ärmel. Ich habe heute Morgen im Leinenkabinett Clears exzellente Baumwolltaschentücher geholt. Entschuldigung. So, wollen Sie mir bitte sagen, wer Sie sind und was ich für Sie tun kann? Kann ich nur ein Glas bekommen, bitte? Nun, ich heiße Henry B. Miller. Sind Sie der Bruder von Rose Miller? Ich bin Ihr Mann. So viel zum Thema im Grunde alleinstehend. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie so direkt frage, aber Mr. Miller, Rose Miller, also Rose, hat mir erzählt, dass sie allein lebt. Sie hat sie nie erwähnt. Lange Geschichte brauchen Sie nicht zu wissen. Ich will Sie noch mal sehen. Bitte. Sicher dürfen Sie. Können Sie sich ausweisen? Ist in Ordnung. Warten Sie bitte hier einen Augenblick. Ich muss unseren Mitarbeiter Mr. Haddington fragen, ob Sie Ihre Frau schon sehen können. Ich bin gleich wieder da.
gestatten, Bruder Bartholomäus. Ich habe hier einen braunen Umschlag abzuholen. Ja, ich erinnere mich, ich sollte diesen Umschlag an Sie übergeben. Wo ist er doch gleich? Sagen Sie, sind Sie dem Mann begegnet, der gerade aus unserem Beerdigungsunternehmen gegangen ist? Sie meinen den etwas schwankenden, sehr ungepflegten Mann mit dem verfilzten Bart? Ja. Es scheint, als hätte er das Büro hier etwa mit dem Gasthaus verwechselt. Ach, Sie meinen wegen dem Cognac auf dem Tisch? Nein, nein. Er ist ein Trauernder. Ach so. Es scheint ein guter Cognac zu sein. Mr. Winter rückt ihn selten heraus. So, möchten Sie ein Gläschen? Nein, nein, ich bin im Dienst. So? Was versehen Sie denn für einen Dienst? Nichts Besonderes. Lebensberatung, Botengänge. Haben Sie nun den Umschlag gefunden? Ja, natürlich. Hier ist er. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Bruder Bartholomäus. Ich bin äußerst gespannt auf die Geschichte von Mr. Haddington heute Abend. Mr. Haddington, jetzt lassen Sie uns doch einmal zum Thema kommen. Es geht um die Flusen, um die schwarzen Flusen. Ja, und weiter, Mr. Haddington. Lillian ist übrigens eingeweiht. Möchten Sie etwas trinken, Mr. Haddington? Was Sie trinken, Miss Weatherby? Wie viele Leichen mit Flusen haben Sie denn gesehen? Ganz genau weiß ich das nicht mehr. 20 oder 25. So viele? In welchem Zeitraum denn? Anderthalb Jahre. Sehen Sie denn einen Zusammenhang, Mr. Haddington? Die Flusen. Ja, abgesehen davon. Alle sind sehr alt gewesen und alleine. Nehmen Sie doch noch einen Schluck. Sie erhielten anonyme Erdbestattungen, also auf einem anonymen Gräberfeld. Mehr weiß ich nicht. Die Rechnung für die anonyme Erdbestattung macht Mr. Winter selber. Zu dumm, dass ich nicht die gesamte Abrechnung mache. Ich schreibe nur ein paar Rechnungen für normale Bestattungen. Es gibt sicher einen Zusammenhang. Die Flusen und die anonymen Gräberfelder haben was miteinander zu tun. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft sich bei Gerichtsverfahren herausstellt, dass Totenscheine gefälscht sind. So? Wer fälscht die Totenscheine? Irgendein schwarzes Schaf unter der Ärzteschaft. Einer, der spielt oder trinkt. Manchmal sind es Verwandte, die Ärzte sind und Totenscheine ausfüllen. Moment, immer der Reihe nach. Wir brauchen mehr Fakten. Mr. Haddington, können Sie sich noch an die Namen erinnern? Ich habe sie zu Hause, alle in ein Buch notiert. Ich kann Ihnen morgen eine Liste geben. Warum sprechen Sie eigentlich nicht mit Mr. Winter über die Flusen? Keine gute Idee. Vielleicht habe ich mich getäuscht. Ja. Dann hätten Sie sich ordentlich lächerlich gemacht. Eine Frage noch. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, um was es hier geht. Was glaubt ihr, ist den alten Leuten denn zugestoßen? Genau, meine ich. Ermordet worden vielleicht. Also, Tante Mimi, meinst du Schwester Agatha? Es sind nicht nur die Flusen. Ich stelle mir Fragen. Ich frage mich, warum im Gesicht? Am Mund? Warum manchmal zwischen den Zähnen und in den Augen? Miss Weatherby, schlafen Sie mit offenen Augen unter einem Kissen oder einer Decke? Ich? Nein, aber nicht doch Mr. Haddington. Verzeihen Sie, Miss Weatherby, ich wollte Sie nicht erschrecken. Verzeihen Sie. Ist schon gut. Oh je. Was ist denn, Lillian? Du bist ja ganz blass. Tante Mimi, du sitzt auf... Meiner. Das ist es. Gib es her. Was ist denn das? Wo ist das hier? Das hat Schwester Agatha hier gelassen. Es ist meine Wärmflasche. Wärmflasche? Das ist doch ganz weich. Ein Kissen. Darf ich bitte mal? Ein Kissen
aus schwarzer Schafswolle. Und darin ist ein mit Gummi beschichteter Stoff. Als Wärmflasche gut geeignet. Die schwarzen Flusen. So scheint es zu sein. Nun haben wir ein Kissen als Mordinstrument. Luftdicht durch die Gummibeschichtung. Ein interessantes Objekt. Schauen Sie mal, Mr. Haddington, ob Sie irgendeinen Anhaltspunkt finden. Einen Nachweis, dass das Kissen wirklich von Schwester Agatha ist. Hier sind zwei Buchstaben eingestickt. Mit schwarzem Garn. Sehr verschnörkelt. Welche Buchstaben sind es? Ein S und ein D. Das S könnte für Schwester stehen. Schwester die? Das kann nicht stimmen. Wem gehört es tatsächlich? Es gehört bestimmt ihr. Hatte sie nicht davon erzählt, dass ihr Mann bei der Armee war? Diese Wärmflaschen sind doch ein geniales Material. Es könnte von einem Schlauchboot sein. War er nicht bei der Marine? Vielleicht heißt SD auch Secret Department, also Sicherheitsdienst. Du hast ein wenig zu viel Fantasie. Obwohl, ganz unwahrscheinlich sind diese Gedanken natürlich nicht. Allerdings erscheint es mir unvorstellbar, dass der Sicherheitsdienst Schafswollkissen für Wärmflaschen als Werbeträger benutzt. Sehr unwahrscheinlich. Bin ich jetzt auch gefährdet, Tante Mimi? Das glaube ich nicht. Du bist eigentlich zu jung, um gefährdet zu sein. Morgen ist Sonnabend. Da muss ich nicht ins Beerdigungsunternehmen und bin hier zu Hause. Ich habe euch einen Vorschlag zu machen. Wir werden morgen Schwester Agatha unter dem Vorwand, dass wir ihr das Geld für deine Pflege überreichen wollen, zum Abendbrot einladen. Und dann werden wir sehen, was wir aus ihr heraushorchen können und wem das Kissen gehört. Was ist mit Ihnen, Mr. Haddington? Können Sie auch kommen? Mr. Winter und ich sind mit unseren Arbeiten noch nicht ganz fertig. Ich werde morgen in Salisbury im Beerdigungsunternehmen sein müssen. Gut. Halten Sie die Augen offen. Vielleicht könnten Sie die eine oder andere Akte ausfindig machen. Akte? Ich befürchte, das wird nichts. Ich habe morgen sehr viel zu tun. Nun denn, ich kann ja am Montag nachsehen. Möchten Sie noch einen Tee? Ja, gern. Wenn Sie auch einen mögen. Danke, Mary. Sie können jetzt nach Hause gehen. Ich muss mich beeilen. Mein Bus kommt gleich. Auf Wiedersehen und ein schönes Wochenende. Es ist schon eine Viertelstunde über die Zeit. Du hast doch Schwester Agatha erreicht, Lillian. Ich habe bei den Mangelschwestern angerufen. Sie sagten, sie würden es ausrichten, dass wir unsere Spenden entrichten wollen. Mangelschwestern? Also bemühe dich bitte um eine bessere Ausdrucksweise, wenn Schwester Agatha hier ist. Sie nimmt ihre Arbeit in dem Orden zu Recht sehr ernst. Das wollen wir jedenfalls hoffen. Dann ist es ja gut. Apropos Ausdrucksweise, wie willst du eigentlich elegant auf das Thema kommen? Hm? Willst du sie fragen, woran Rose Miller verstorben ist? Oder vielleicht, haben Sie, Schwester Agatha, da vielleicht etwas nachgeholfen? Vielleicht ist sie ja verrückt. Wusste sie, was sie tat? Ich meine, wenn sie irgendetwas getan hat. Hat sie am Ende eine logische, ich meine, für sie logische Erklärung? Ist sie vielleicht eine geteilte Persönlichkeit? Ja, das liest man immer mal wieder. Sowas. Wie spricht man eigentlich mit Verrückten? Das wird sie sein. Nanu, Bruder Bartholomäus, was machen Sie denn hier? Sie da. Miss Rutherford. So trifft man sich unvermittelt wieder. Ich sammle die Spendengelder für den Orden der Schwestern des Mangels ein. Die Ordensschwestern haben ein Gelübde abgelegt, das ihnen das Verbot auferlegt, Geld mit ihren Händen zu berühren. Deswegen übernehme ich diesen Part für den Orden. Ich bin sozusagen der Schatzmeister. Das ist ja interessant. Die Schwestern halten Geld also für ein Übel, mit dem man durchaus schmutzige Hände bekommen kann. Ja, gewissermaßen. Das kann ich durchaus verstehen.
So manch einer hat durch den Druck des Geldes sich die Hände sehr schmutzig gemacht. Aber so kommen Sie doch herein. Wir heißen Sie genauso willkommen wie Schwester Agatha. Das ist sehr freundlich. Ich habe über die Übergabe der Spenden hinaus noch ein kleines Anliegen, das ich gerne mit Ihnen besprechen möchte. Aber nur zu, Bruder Bartholomäus, hier entlang. Darf ich vorstellen, meine Nichte Lillian Weatherby, es ist die Pflegeperson, aber ein viel zu junges Ding, um... Um was bitte, Miss Rutherford? Um Sie... Davon zu überzeugen, dass der Glaube eine hilfreiche Lebensstütze ist, Bruder Bartholomäus. Ich bin da leider ein unbekehrbares menschliches Individuum. Guten Abend. Ach so, das muss auch nicht unbedingt sein. So? Nicht? Das entscheiden die jungen Menschen, wenn sie daran erinnert werden, also zur rechten Zeit meistens. Haben Sie, Miss Rutherford, denn schon einmal an den Tod gedacht? Im Moment täglich. Ach so, das Beerdigungsunternehmen, das meine ich nicht, nein. Ich meine Ihren eigenen Tod. Das bleibt dort nicht aus. Recht so. Jeder von uns sollte sich mit ihm auseinandersetzen. Er könnte uns ein guter Freund sein oder ein unguter Feind. Es kommt darauf an, wie wir zu ihm stehen. Wie wir ihn zu Lebzeiten willkommen heißen, indem wir unsere Vorsorgen treffen. Ihre Bibel, Bruder Bato. Es ist gar nicht die Bibel. Erbe und Recht... Ich berate unsere Patientinnen des Öfteren. Sie sind oft völlig unerfahren in Erbangelegenheiten und es ist mir ein echtes Anliegen, hier und da behilflich zu sein. Ich habe sehr schöne Angebote, zum Beispiel einen Mahagonisarg, silberne Kerzenhalter, Grabrede, Organistin, alles inklusiv für 5 Pfund im Monat bis zum Todestag. Ach, da Sie gerade das Thema Organistin anschneiden. Der Tod unserer Organistin liegt mir sehr auf dem Herzen. Ja, Schwester Agatha zieht ein gewisses Unglück an. Darauf möchte ich kurz zu sprechen kommen. Schwester Agatha ließ eine Art Wärmflaschenumhüllung hier. Es ist ein schwarzes Kissen. Es könnte ein Mordinstrument sein. Ein Kissen... um Menschen zu ersticken. Nicht doch. Doch nicht etwa dieses Kissen hier. Da bin ich mir ganz sicher, dass es nichts ausrichten kann. Ich zeige es Ihnen. Ich lege mich hier auf Ihre Couch und Sie drücken mir das Kissen auf das Gesicht. Lass mich das machen, Tantchen. Das würde mich schon sehr beruhigen, wenn es so ungefährlich ist, wie Bruder Bartholomäus sagt. So, jetzt liege ich hier bereits. Nun machen Sie schon. Ist es so recht? Oder ist es zu stark? Nein, nein, alles bestens. Und jetzt? Bruder Bartholomäus? Hallo? Soll ich... Kindchen, nimm das Kissen aus seinem Gesicht. Er rudert schon hilflos mit den Armen herum. Sehen Sie, nichts passiert. Völlig ungefährlich. Wasser, Tantchen, schnell Wasser! Danke. Ich glaube, ich gehe dann mal. Wollten Sie nicht mit uns speisen? Nein, danke. Ich habe noch andere Termine. Wenn Sie mir freundlicherweise jetzt die Spende übergeben könnten. Aber bitte, Bruder Bartholomäus, hier haben Sie sie. Die Quittung lasse ich Ihnen zukommen. Ich muss dann gehen. Eine Frage bitte noch. Was heißen die Initialen SD auf dem Kissen? Sie wissen es doch, habe ich recht? Sisters of Destitute. Die Schwestern stricken diese Teile in Massen. Einen schönen Abend noch. Der hat es aber eilig. Trotzdem, allem Anschein nach ein liebenswürdiger, bescheidener Mensch. Ich weiß nicht,
Manchmal trügt der Schein. Offensichtlich ist er nicht nur der Schatzmeister des Ordens, sondern auch noch eine Art Berater für Beerdigungsvorsorgeverträge. Ja. Du möchtest noch keinen Mahagoni, sagt Tante Mimi? Ich? Niemals. Und er liest in einer ganz besonderen Bibel, dem Erbrecht. Das kann einerseits einfach bedeuten, dass er wirklich den alten Leuten helfen möchte. Es kann aber auch anderes bedeuten. Gibst du mir das Strickzeug rüber? Ich werde jetzt auf mein Zimmer gehen und noch einige Überlegungen anstellen. Was strickst du denn da gerade? Etwa Kissen? Aber im Ernst, meinst du, dass er etwas mit der ganzen Sache zu tun hat? Du kennst mich doch. Ich traue den Menschen eine ganze Menge Schlechtigkeit zu. Ich hoffe jedes Mal wieder, dass es eigentlich nicht stimmt. Aber dann werde ich doch eines Besseren belehrt. Oh ja, du hast bereits einige Erfolge zu verzeichnen gehabt mit der Aufklärung von Kriminalfällen. Wie du das nur immer schaffst. Geh los und schau nach und setze alle Details in Ruhe zusammen. Das ist das Geheimnis. Wir werden die Geschichte näher beleuchten. In einer Woche auf der Beerdigung von Rose Miller. Denn ich bin mir sicher, dass der Ehemann von ihr es nicht bei einem Urnenbegräbnis im anonymen Gräberfeld belässt. Lillian? Darf ich vorstellen, Mr. Floyd? Wo ist Ihre Uniform? Sergeant Floyd, wie ich annehme. Ich verstehe nicht, Miss... Rutherford, Sie verstehen recht gut. Waren Sie nicht der junge Sergeant, der in Guts Hill mit so einem neumodischen Gefährt meiner Nichte zu einem Beinbruch verholfen hat? Niemals. Ich habe noch nie einen Unfall gehabt, geschweige denn einen Menschen angefahren. Na, das war eine besondere Art von Unfall. Aber es kann auch sein, dass ich mich irre, nicht wahr, Lillian? Egal. Ich freue mich, dass in diesem Beerdigungsfall bereits die Polizei eingeschaltet worden ist. Bitte nicht so laut. Wir ermitteln inkognito. Unser Chefinspektor AD, Henry B. Miller, hat Inspektor Blind, einen ehemaligen Kollegen von sich, sozusagen privat um Hilfe gebeten. Ich verstehe. Vielleicht interessiert es Inspektor Blind dann auch, was ich hier soeben im Büro entdeckt habe. Wenn Sie bitte mal schauen würden. Eine Namensliste von nach einem gewissen Gesichtspunkt ausgewählten Toten ergab, dass es sich samt und sonders um Personen ohne Anhang handelt. Sie hatten alle eine anonyme Bestattung vereinbart, billigster Sarg, anonymes Gräberfeld und Ende. Keine Kirche, kein Kuchen, keine Kerzen. Klingt alles ganz normal. Nur hier. Ansprechpartner und Rechnungsadresse war in 13 Fällen ein gewisser Bartholomäus. Bruder Bartholomäus? Sie kennen ihn? Wir hatten bereits einmal das Vergnügen, als wir Schwester Agatha erwartet haben. Sie haben sich von Schwester Agatha pflegen lassen, Miss Weatherby? Ja, wir kannten die genauen Zusammenhänge noch nicht. Nun, die kennen wir bis jetzt auch noch nicht. Aber... Was ist das für ein gewisser Gesichtspunkt, nach welchem Sie die Personen ausgewählt haben? Das würde ich gerne mit Henry B. Miller, dem Ehemann der Verstorbenen, besprechen. Dann danke ich einstweilen für die bisherigen Informationen. Ich werde Inspektor Blend darüber informieren. Vielleicht möchte er nachher noch mit Ihnen reden. Immer nur zu. Ein bisschen mehr Informationen würden der Polizei nicht schaden. Sie sagen es. Wir sehen uns noch, Miss Weatherby. Sie bleiben doch bis zum... Leichenschmaus. Sagen Sie es ruhig. Ein fürchterliches Wort. Ich bleibe noch etwas. Auch zum Essen. Ja, Mr. Floyd. Dann ist es ja gut. Ja, ich habe meine Freunde bei der Polizei angesprochen, weil auch ich den Tod von meiner lieben Rose nicht für einen natürlichen Tod halte. Ich bin da ganz Ihrer Meinung. Das sind ausgesprochen wichtige Hinweise, Miss Rutherford, die Sie mir gerade gegeben haben. Eine Serie von Morden. Das scheint möglich. Schwarze Flusen, die sozusagen den roten Faden
in diesem Fall hier den schwarzen Faden bilden. Schwester Agatha ist einfach die beste Besetzung für die Rolle der Mörderin. Sie hat Mittel und Gelegenheit. Sie hatte die Schlüssel von allen Wohnungen, also Zutritt Tag und Nacht. Ob sie wirklich immer gerade bei einer Besorgung gewesen war, das kann ich prüfen lassen. Reichen Sie mir bitte mal die Flasche rüber. Danke. Aber welches ist das Motiv? Gier? Eifersucht? Keines der Opfer war in irgendeiner Form wohlhabend gewesen. Nur Ihre Adresse, Mr. Miller, befindet sich in einem materiell gesegneten Stadtteil. Wenn Schwester Agatha etwas von Wert hinterlassen worden wäre, würde man das doch mitkriegen. Es gibt aber nichts zu stehlen oder zu erben. Diese Sterbeversicherungen sind ein makabres Omen. Was halten Sie von folgender Idee? Ich schließe bei diesem Bruder Bartholomäus eine Sterbeversicherung ab. Ja, wissen Sie, es ist für diese Art von Opferbringung bestimmt besser, dass man dem Mörder oder der Mörderin relativ nüchtern ins Auge sieht. Können Sie das denn? Aber natürlich, bei einem Schlückchen besten Cognac komme ich erst so richtig in Fahrt. Überlassen Sie das nur mir, man nennt mich nicht umsonst den Fuchs. Sie sollten besser jemandem Bescheid geben. Ihrem Kollegen Inspektor Blent zum Beispiel. Der Schwitzer. Dann vielleicht dem Sergeant Floyd. Ah, diese übereifrigen Dienstgrade. Ich schaffe das schon allein. Ich hoffe es sehr für Sie. Es geht um eine ganze Menge, nicht nur die Aufklärung eines Mordfalles. Sagen Sie mir doch Bescheid, wann Sie die Aktion steigen lassen wollen. Dann kann ich ein Auge darauf haben. Ein Fuchs trickst keiner aus. Ich hoffe das Beste. Lillian, wollen wir langsam gehen? Miss Rutherford, schenken Sie mir noch einen Moment. Bitte sehr. Das sind ja interessante Neuigkeiten, die ich erfahren habe von Sergeant Floyd. Wir werden die Leiche von Rose Müller untersuchen lassen. Das wird Ihnen nicht weiterhelfen. Der gute Mr. Haddington hat Sie nach allen Regeln der Sterbekunst versorgt. Wenn es etwas zu sehen gegeben hätte, dann kann man es jetzt nicht mehr sehen. Ich verstehe. Das schwarze Kissen der Sisters of Destitute, eine Wärmflaschenumhüllung, ist eine sehr gute und relativ rückstandsfreie Mordwaffe. Es atmet sich schlecht durch Gummi und Daunen. Ist man geschwächt, geht's noch schneller. Es hinterlässt schlimmstenfalls überhaupt keine Spuren auf dem Gesicht. Im Fachjargon heißt das Vertrocknungen. Dabei kann man ja nie genau sagen, ob sie vor oder nach dem Tod entstanden sind. Und Einblutungen in den Augenbindenhäuten müssen dabei auch nicht entstehen. Sie sind ja bestens informiert worden. Ja, von einem Spezialisten, Mr. Haddington. Und was schlagen Sie nun vor? Ich würde an Ihrer Stelle Bruder Bartholomäus näher unter die Lupe nehmen. Mich lässt das Gefühl nicht los, dass er mit der ganzen Sache etwas zu tun hat. Ja, das ist eine gute Idee. Floyd! Ja, Sir. Flirten Sie nicht, Floyd. Ich habe eine Aufgabe für Sie. Kommen Sie mit. Darf ich Miss Weatherby und Miss Rutherford noch kurz zum Bus begleiten? Meinetwegen, aber danach sind Sie sofort wieder hier. Ja, Sir. Ah, Schwester Agatha hereinspaziert. Wie geht es unserem Patienten, Mr. Miller? Ach, es geht ihm nicht gut. So? Der Alkohol. Ach, das ist wirklich traurig. Es ist nicht nur das. Es ist der Tod seiner Frau. Er macht sich Vorwürfe. Dafür ist es jetzt zu spät, oder? Trinken ist auch keine Lösung. Ach, sie hatte nur noch ein bisschen Fieber. Und dann komme ich vom Einkaufen und da liegt sie tot auf ihrem Bett. Wie bei Miss Huckleberg. Auch mit ihrer Beerdigung war nichts in Ordnung. Schwester Agatha, es ist doch nicht Ihre Schuld, oder? Sie fangen auch schon an zu glauben, dass es meine Schuld ist, nicht wahr? Das tun Sie doch, oder? Ich glaube nichts. Bruder Bartholomäus hat mich im Scherz auch schon Todesengel genannt. Damit scherzt man nicht, habe ich ihm gesagt.
Schwester Agathe, beruhigen Sie sich. Was sagten Sie, war los mit der Bestattung von Miss Huckleback? Sie hat extra eine Grabstelle angeschaut. Die sollte gekauft werden. Agathe, hat sie zu mir gesagt, ich liege dann Südseite. Dann habe ich den ganzen Tag Sonne. Und dann sagte der Mann auf dem Friedhof, sie liegt in irgendeinem Reihengrab. Anonym. Ich wusste nicht einmal, wohin mit den Blumen. Kann ich mal bei Ihnen telefonieren? Ich bin extra vorbeigekommen, weil ich kurz ans Telefon musste. Ich brauche ein Taxi. Ich bin wahrscheinlich zu spät bei Mr. Miller. Er bezahlt es mir. Aber bitte, ich gehe derweil zu Mr. Haddington runter. Sie finden ja allein raus. Mr. Haddington, Mr. Winter ist jetzt einige Stunden im Krematorium. Sollen wir nicht mal nach den Unterlagen fahnden? Ich habe oben schon alles durchsucht. Da kann nichts mehr sein. Und in den schmalen Safe passen die Akten von 20 Personen nicht hinein. Außerdem habe ich den Schlüssel dafür nicht. Sind wir allein? Ich habe tatsächlich Papiere entdeckt. Wo? Im Kühlhaus. Dort liegen noch ein paar Särge. Kommen Sie. In dem Sarg dort hinten in der Ecke. Hier ist eine Taschenlampe. Wunderbar. Lassen Sie uns nachsehen. Dieser hier? Nein, der daneben. Oh Gott, Mr. Haddington. Verzeihung, es war wohl doch der daneben. Die sehen sich so ähnlich. Man kann doch lesen, welcher Name daran steht. Entschuldigung. Da haben wir sie, ja. Jemand hat kleine Schnipsel aus den Briefen gemacht. Leuchten Sie doch mal hierher, Mr. Haddington. Etwas mehr hierher, bitte. Hier steht es ja. Lesen Sie mal. Ich habe meine Brille nicht auf. Sie tragen doch gar keine Brille. Zum Lesen schon. Seltsam. Habe ich noch nie an Ihnen gesehen. Also dann lese ich. Das ist die Kopfzeile eines Vertrages. Da ist ein Schnipsel mit dem Namen Rose Miller. Wieso landet Ihre Bestattungsverfügung jetzt schon im Müll? Sehr interessant. Aber diese hier ist nicht mit einer Schreibmaschine, sondern mit blauer Tinte geschrieben. Aber der Vertrag, den ich kenne, ist mit einer Schreibmaschine verfasst. Und hier, Mr. Haddington, das ist eindeutig der Anfang des Wortes Blumenbouquet. Miss Rutherford, es scheint, Sie haben Beweismaterial gefunden. Sie haben es gefunden, mein Guter. Ich werde diese Schnipsel hier mitnehmen. Ich muss schnell rauf. Bestattungsunternehmen Winter und Sons, was kann ich für Sie tun? Nein! Das kann nicht sein. Wer ist tot? Wieso sagen Sie mir nicht, wer es ist? Ich komme sofort mit Mr. Haddington. Mr. Haddington! Ich bin da. Ach, also wenn ich frühzeitig einen Herzinfarkt haben möchte, dann gehe ich lieber in eine Geisterbahn. Ich bitte um Entschuldigung. Im Haus von Mr. Miller gibt es eine Leiche. Sergeant Floyd hat gerade angerufen. Er hat aber nicht gesagt, wer es ist. Oh je, ist das traurig. Ich will da jetzt nicht hin. Doch, Mr. Haddington, wir müssen es jetzt tun. Holen Sie den Leichenwagen. Mr. Haddington, die Tür ist offen.
Das kann nicht wahr sein. Leider doch. Wir bleiben alle ruhig. Darf ich mal etwas nachschauen? Ja, Sie dürfen. Falls Sie nachschauen wollen, ob sie Einblutungen an den Augenbindehäuten hat. Ja, hat die Leiche. Sehr winzig, aber zu sehen. Ja, Sie haben recht. Ein Arzt ist unterwegs. Arme Schwester Agatha. Was denken Sie, was passiert ist? Oh, ich schätze, sie hat sich aufs Sofa gesetzt, um sich ein bisschen auszuruhen. Sehen Sie, die Kaffeetasse? Umgekippt. Jedenfalls, ich war draußen ein bisschen die Beine vertreten. Im Eckladen habe ich ein paar alte Nachbarn getroffen und länger gequatscht, als ich eigentlich wollte. Als ich zurückkam, lag sie da. Dreimal dürfen Sie raten, was aus diesem Haus entfernt wurde. Das Wärmflaschenkissen. Gehen wir davon aus, dass Bruder Bartholomäus für alle Wohnungen Schlüssel hat. Bartholomäus oder Winter. Einer von beiden kommt heute hier rein, sucht mich, findet aber Schwester Agatha. Die sitzt auf dem Sofa und stellt den Eindringling zur Rede. Das war ihr Todesurteil. Sie wird mit dem Kissen erstickt. Wenn wir das so genau wissen, sollten wir die Polizei anrufen. Ich will alle Beteiligten in einem Sack. Der Arzt gehört gewiss auch dazu. Bruder Bartholomäus war nämlich so freundlich, mir anzubieten, für einen Arzt zu sorgen, der den Totenschein ausfüllt. Wo ich doch so schlecht zurecht und angeblich schon am Grabrand stehe. Wie fürsorglich von ihm. Dr. Abraham Easterbrook wird gleich hier auftauchen und, da bin ich mir ganz sicher, einen Herzanfall bescheinigen. Mr. Heddington. Sie müssen unbedingt Inspektor Blend informieren. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Oh, das wird er sein. Gestatten, Dr. Abraham Easterbrook. Wo ist der Tote? Die Tote. Ja, natürlich, die Tote. Also wo? Gleich dort, direkt auf dem Kanapee in der Mitte des Zimmers. Einen kleinen Moment, ich muss nur mein Stethoskop aus der Tasche holen. Lassen Sie mich raten. Herzversagen. Ja, das ist eindeutig Herzversagen. Ich fülle Ihnen den Totenschein aus. Einen kleinen Moment noch. Dr. Easterbrook? Ja? Gibt es keinen Zweifel? Nein, keinen. Das Herz ist nicht zu hören, Herzversagen. Damit müssen Sie sich leider abfinden. Wer weiß, womit sich so manch einer von uns abfinden muss. Aber trotzdem danke für die medizinische Aufklärung. Das ist eine recht häufige Todesursache. Bei Ihnen vielleicht. Ich glaube, besonders bei alleinstehenden älteren Damen. Wie meinen Sie das? Nun, keiner ist da, den Sie ins Herz schließen können oder auch dem Sie Ihre letzten Habseligkeiten vererben können. Das zehrt am Herzen, nicht wahr, Dr. Easterbrook? Dann kommt man schon mal auf solche Gedanken. Wer bringt mich unter die Erde? Wird es einen Grabstein geben? Wer pflegt mein Grab? Das wüsste man doch gerne vorher geregelt. Und das macht traurig. Sie mögen da gewiss recht haben. Hier haben Sie den Schein. Mein herzlichstes Beileid. Auf Wiedersehen. Jetzt kommt er aus dem Haus, steigt in den Wagen. Ich bin sicher, er hat angebissen. Er entkommt uns. Wir sollten etwas dagegen tun. Wir werden jetzt die Tote ins Beerdigungsunternehmen bringen. Dann sieht es aus wie ein Leichentransport. Und dort sollten wir Unterlagen suchen. Warum rufen Sie nicht die Polizei? Weil ich die Polizei bin. Also gut. Wissen Sie eigentlich noch, was Sie tun? Ja, weiß ich genau. Und ich weiß, dass die drei Herrschaften denken, dass es zu ihrer Zufriedenheit läuft. Was verstehen Sie schon von Polizeiarbeit, Miss Rutherford? Dass die Polizei zumindest dabei ist, wenn die Polizei Polizeiarbeit verrichtet. Wird sie ja auch. Ich will nur einen Blick in die Unterlagen werfen. Vielleicht sind Sie in dem Safe. Ich habe keinen Schlüssel für den Safe. Auch die Polizei hat so ihre Möglichkeiten. Ich habe längst einen Abdruck davon genommen, als ich für die Beerdigungsangelegenheiten meiner lieben Rose oft bei Ihnen war.
Winter lässt auch hin und wieder seinen Schlüssel auf dem Schreibtisch liegen. Sie sind wirklich ein Fuchs. Fahren Sie doch los, Mr. Haddington. Der Safe ist Ihrer, Mr. Miller. Da haben wir die Beweise schwarz auf weiß. Hier sind die Rechnungen von Winter an Bartholomäus. Die echten und hier die frisierten. So frisiert, dass aus den Versicherungen kaum ein Penny übrig blieb. Auch die korrekten Eingänge sind verzeichnet. Das erste Datum ist aus dem Jahr 1951. Also 4 Jahre her. Unfassbar. Ich kann Ihnen noch einige ursprüngliche Vorsorgeanträge zeigen. Kommen Sie mal mit hinunter. Mr. Haddington ist bereits unten. Er ist durch den Liefereingang gegangen. Dort hinten im letzten Sarg. Ich leuchte Ihnen. Das ist ja sehr interessant. Äußerst wichtiges Beweismaterial. Äußerst wichtiges. Ich glaube, Mr. Winter kommt gerade. Was machen Sie denn da, Mr. Haddington? Was soll denn das? Das regelt doch die Polizei. Machen Sie auf! Ich kriege diesen Kerl. Und die anderen auch. Mich in diesen Skandal mit hineinzuziehen. Ich bin ein Mann von Ehre. Niemand macht mich zu einem Komplizen. Mr. Haddington, verscherzen Sie sich doch nicht Ihr Leben wegen diesem Menschen. Es tut mir leid. Den Rest des Weges erledige ich allein. Noch so einer? Ich für meinen Teil wäre gerne vorher gefragt worden. Ach, sind Sie verrückt geworden? Machen Sie mich sofort hier von der Paare los. Ich spreche Sie an. Oh, nicht doch. Nein. Hoffentlich ist Mr. Winter noch nicht viel mehr passiert. Können Sie ihn nicht irgendwie davon abhalten? Sie kennen ihn doch. Ist das kalt hier? Ich höre, wie Mr. Haddington sich die Gummihandschuhe anzieht. Jetzt fährt er den Instrumentenwagen ganz nah an die Bahre heran. Wenn Sie wüssten, einige Skalpells liegen darauf. Herr Winter versucht zu schreien, aber er ist wahrscheinlich geknebelt. Vielleicht nimmt er... Nein, das kann ich nicht zulassen. Mr. Haddington, kommen Sie sofort hier an die Tür. Ja, Miss Rutherford? Würden Sie bitte mal an der Tür auf Ihrer Seite nachschauen? Da sind Vorschriften für das Kühlhaus angeklebt. Wie lange darf eigentlich ein lebender Mensch sich hier aufhalten, ohne zu Schaden zu kommen? Ich glaube nämlich, wir halten es hier nicht lange drin aus. Oh, Miss Rutherford, es tut mir wirklich leid. Ist Ihnen schon sehr kalt? Ich muss das hier jetzt ganz schnell erledigen. Mir ist sehr kalt und die Hände sind steif. Ich mache mir auch Gedanken um Mr. Miller. Sein Herz ist durch den Suff schon etwas strapaziert. Also ich muss schon bitten. Halten Sie den Mund. Sie haben uns das hier eingebrockt. Wie soll ich sagen, Miss Rutherford? Es sind hier diverse Hinweise an der Tür. Und was steht da? Ich habe leider meine Lesebrille nicht hier. Mr. Haddington? Ja? Sie haben keine Lesebrille. Sie können nicht lesen. Habe ich recht? Sie können nicht lesen? Und das ist genau der Punkt, der Sie absolut unschuldig macht. Es ist nicht Ihre Schuld und Sie sind für diese Morde auch nicht verantwortlich. Ich kann es nicht tun. Das weiß ich, Mr. Haddington. Das ist auch gut so. Nun, wie ich sehe, haben Sie Mr. Winter ja auch so unschädlich gemacht, dass er nicht verschwinden kann. Können Sie nicht aufpassen mit Ihrem Vehikel? Ich hätte Sie beinahe umgefahren.
Ach, da haben wir ja den Dritten im Bunde. Barnabas Winter, der Bruder von... Und Miss Rutherford ist auch schon da. Der Bruder von wem? Winter und Sons. Der zweite Sohn vom alten Winter und der Bruder von Barnabas Winter. Bruder Bartholomäus ist Robert Winter. Meine Entdeckung. Alle Achtung. Wie haben Sie das herausgefunden? Ich habe mit dem Pfarrer von Guts Hill etwas zu besprechen gehabt. So, Reverend Peterson. Ja, der. Er hat seinem jahrelangen Ärger Luft gemacht, dass Bruder Bartholomäus seiner Meinung nach sich selbst zum Bruder gemacht hat. Aber er konnte es ihm nie nachweisen. Bartholomäus ist kein Mönch. Und er hat auch mit dem Christlichen ebenso wenig zu tun wie er und sein Bruder mit Redlichkeit. Mhm. Und er hat bereits gestanden, die Drecksarbeit gemacht zu haben. Er ist mit einem Nachschlüssel bei den alten Leuten aufgekreuzt und hat sie erstickt. Vorzugsweise, während Schwester Agatha mal eben beim Einkaufen war oder in der Waschküche. Über Ihren Anteil, Mr. Winter, werden wir nachher auf der Dienststelle noch sprechen. Floyd, binden Sie ihn ab, legen Sie ihm Handschellen an und ab ins Auto mit ihm. Es gibt hier jede Menge Unterlagen. Ich werde sie euch bringen. Ich würde sagen, du legst dich erst einmal ins Bett. Sie ist ziemlich mitgenommen aus, Miller. Den Rest schaffen wir auch allein. Aber warum seid ihr hierher gekommen? Dr. Easterbrook konnte die Geheimnisse plötzlich nicht mehr für sich behalten. Er rief auf der Dienststelle an und hat uns einiges erzählt. Wahrscheinlich bekam er kalte Füße durch den Tod von Schwester Agatha. Hat er also angebissen? Ich hatte es mir gedacht. Kommen Sie, Mr. Haddington. Wir haben jetzt hier nichts mehr zu tun. Begleiten Sie mich doch nach Hause. Meine Nichte Lillian reist morgen zurück. Wir werden heute noch einen gemütlichen Abend zusammen verbringen. Sehr gerne, Miss Rutherford. Lassen Sie uns losgehen. Der Bus nach Guts Hill fährt in 10 Minuten. Ach, Sergeant Floyd und Inspektor Blend, wenn Sie uns heute Abend zur Verabschiedung von Miss Weatherby, die wieder nach London fährt, Gesellschaft leisten würden... Sie sind eingeladen. Wir wohnen in... Der Lane Street. Ich weiß es, Miss Rutherford. Woher dies? Hat Ihnen Reverend Peterson auch über mich etwas erzählt? Oder? Lassen Sie mich raten. Wissen Sie von ihm, dass bei mir eine gewisse blonde Person zu Besuch ist? Floyd, das ist Dienstmissbrauch. Sie melden sich nachher bei mir. Ich werde Ihnen ordentlich die Leviten lesen. Ihnen entgeht auch nichts, Miss Rutherford. Ich werde mein Studium bei Ihnen fortsetzen. Jawohl, Sir. Ich meine, Inspektor Blend. Kommen Sie, Winter. Miss Rutherford, bevor Sie gehen, ich habe noch etwas für Sie. Hier, bitte. Mein Taschentuch aus dem Leinenkabinett. Gewaschen und gebügelt. Waren Sie das? Schwester Agatha. Sie war eine sehr tüchtige Person. Sie sind natürlich auch eingeladen. Nein, danke. Ich lasse mich von Bland nach Hause fahren. Dann komm, alter Fuchs. Floyd erledigt hier den Rest.